und herzlich willkommen zur kostenlosen Nachhilfe von oberprima.com. Und los geht's! So, das hier im Groben das Diagramm von Aufgabe 5. Wir haben hier die Höhe der Kerzen und hier haben wir die Zeitdauer, die Dinger brennen. So, die treffen sich ja hier irgendwo. Aufgabe A sagt, welche Höhe haben die Kerzen nach 3 Stunden? Und hier sind so wunderbar Karos eingezeichnet. Das heißt, wir gehen hier zur 3. Und gehen dippidi-dippidi-dipp hier hoch und dann haben wir hier die Höhe und dann zack, zack, zack haben wir da die Höhe. Das lesen wir hier ab und dann können wir sagen, die Höhe von Kerze 1, K1 nach 3 Stunden sind dann noch, muss ich mal genau gucken, Kerze 1 ist noch 19 cm. Das kann man natürlich hier dran jetzt ungefähr gar nicht erkennen, aber das Ablesen, das ist mir eigentlich wichtig, dass man das versteht. Und ansonsten lädt man sich einfach mit der Schulabschlussklausur runter und dann kann man das da nochmal ganz genau selber nachgucken. So, K2 nach 3 Stunden ist 16,5 cm. Das heißt, hier wären dann 16,5 und hier wären 19 cm. Wann beide Kerzen gleich hoch sind, ist Aufgabe B. B ist also genau dieser Punkt hier und auch den können wir im Moment eigentlich nur ablesen und dann können wir sagen, nach circa, das müssen wir jetzt tatsächlich als Antwortsatz hinschreiben, nach circa 8 Stunden, in diesem Fall hier sind es tatsächlich exakt 3 Stunden, das heißt, das circa können wir wieder wegnehmen, sind die Kerzen gleich hoch, sind die Kerzen gleich hoch. Jeder, der jetzt sowas hinschreibt, geht natürlich alle Punkte verlustig. Ich darf das hier so hinschreiben, weil ich auch gar keine Punkte dafür kriegen will. Wenn wir uns jetzt vorstellen, was für zwei Bedingungen müssen eigentlich gegeben sein, damit solche Graphen überhaupt entstehen? Naja gut, wir haben ja hier, das sind lineare Funktionen, das heißt pro Stunde brennt immer das Gleiche ab. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so eine Kerze hier, so eine Pyramidenkerze, dann brennt die hier oben schnell ab. In dem Bereich hier wird sie langsamer und hier wird sie langsamer und hier wird sie ganz zum Schluss brennt sie eigentlich fast gar nicht mehr. Also das, ne, die Fläche vergrößert sich und deswegen würde hierbei eher eine Funktion rauskommen, die halt am Anfang schnell abbrennt und am Ende langsam abbrennt. Und dann wäre das ungefähr sowas hier. Ja, nicht zu genau nehmen. Aber was muss jetzt also gewährleistet sein, damit das eine lineare Funktion wird? Naja, zum Beispiel könnte man sich vorstellen, haben wir hier eine Kerze, die sieht so aus. Ne? Oder die sieht so aus, eine ganz normale Kerze. Die hat nämlich, die brennt hier genauso ab wie da. Das heißt, wir bräuchten eine zylindrische oder prismenförmige, also auf jeden Fall überall immer gleich dick oben und bis unten, Kerze und das bedeutet, dann müssten wir, oder wir könnten natürlich auch noch was anderes überlegen, wir könnten ja unterschiedliche Wachsstärken da reintun und dann sollten Zeit und Abbrenngeschwindigkeit proportional zueinander sein. Das heißt, wir müssen hier muss tatsächlich diese lineare Funktion bei rauskommen. Das bedeutet, pro Stunde, die das Ding abbrennt, werden so und so viel Zentimeter abgebrannt. Das muss gegeben sein. So, jetzt wollen wir die Zuordnungsvorschrift für Kerze 1 angeben. Und dafür müssen wir in diesem Fall diese beiden Punkte zwei Punkte ablesen. Am besten diesen hier, weil das ist der Y-Achsenabschnitt, den brauchen wir immer gerne mal. Kerze von nach der Zeit, oder die Kerzenhöhe könnte man auch schreiben, nach der Zeit, ist gleich, so, hinten kommt schon mal plus 25, weil das ist der Y-Achsenabschnitt, den können wir direkt ablesen. Und dann haben wir hier ein schönes Steigungsdreieck, das geht 25 runter. Also minus 25 durch 12,5. Kann man mit dem Taschenrechner machen, kommt raus minus 2t. Man kann sich natürlich auch völlig andere Punkte nehmen, aber diese hier machen das besonders einfach, finde ich persönlich, gerade bei diesen Kerzengeschichten. Und man muss das ja ablesen können, den einzelnen Punkt.
So, jetzt steht hier, schreiben Sie einen Text so, dass Ihre Mitschüler anhand dieses Textes die beiden Graphen zeichnen können. So, das ist natürlich jetzt ganz besonders schwierig, weil Ihre Mitschüler, wie wer kennt schon Ihre Mitschüler? Also, hier haben wir noch wieder T und hier haben wir H. Jetzt können wir sagen, zwei Kerzen brennen ab. Und zwar brennen sie so ab, dass sie, nee, halt, erstmal haben sie unterschiedliche Länge. Das fangen wir mal hier an. Die eine ist 25 cm hoch und die andere ist 21 cm hoch. Dann kann man schon mal diese beiden Punkte ne, quasi zeichnen als Mitschüler. Und die eine brennt 12,5 Stunden lang, dann ist sie vollständig abgebrannt, und die andere Kerze 14 Stunden lang. So, und jetzt muss man nur noch sagen, irgendwie, dass was wir in Aufgabenteil C eigentlich schon beantwortet haben, dass sie gleichmäßig abbrennen oder dass pro Stunde immer die gleiche Menge an Wachs verbrannt wird. Für jede Kerze natürlich einzeln. Dann kann man das von hier nach da. Aber ob Ihre Mitschüler oder eure Mitschüler das Ganze jetzt tatsächlich zeichnen können auf Grundlage dieses Teils, da könnte man doch besser sagen, irgendwie, nimm den Punkt 0,25 und den Punkt 0,1250 und verbinde die beiden Punkte. Dann hat man die Graphen auf jeden Fall gezeichnet. Und dann sagt man noch, nenn das hier T und nenn das hier H und dann ist man fertig. So, das ist kein Apfel hier, sondern eine Kerze, und zwar eine kugelförmige Kerze. Und die soll innerhalb von 10 Stunden vollständig abbrennen. Und wir sollen jetzt quasi so ein schickes Diagramm zeichnen. So, das gute Stück ist irgendwie hoch. Sagen wir mal ruhig 10 cm hoch. Steht hier nämlich nicht. Sagen wir 10 cm hoch und brennt jetzt ab. Was haben wir vorhin gesagt? Hier brennt sie ja relativ zügig ab. Das heißt, geht erstmal hier so runter. Dann erreicht sie irgendwann diesen Bereich hier, wo es relativ langsam geht. So, vielleicht. Und dann kommen wir wieder hier in den Bereich, wo es wieder schneller geht, weil sie ja unten enger zusammengeht. Und dann geht es hier quasi so runter. Und jetzt steht hier im Aufgabentext noch, die soll innerhalb von 10 Stunden, das heißt hier sind 10 Stunden, vollständig abbrennen. Und dann kann man, wenn man will, kann man hier noch so einzelne Punkte hinmachen, irgendwie nach dann und dann und dann und dann so und so 4 Stunden, irgendwie, dann macht man da 10 Punkte hin und hat auch diese Punkte gewonnen. So, tschüss für diesmal. Mehr Videos gibt es auf oberprima.com. Wir sehen uns.